Hallo Freunde, willkommen zurück bei Pokémon Smaragd Randomized. Und unser Setup sieht immer noch genauso aus wie letztes Mal. Hope auf Level 9, schade, dass es noch Level 10 ist. Crow, unsere eiserne Jungfrau. Das erste Pokémon, was Level 3 auf die letzte Entwicklungsstufe kam und trotzdem... Ja, immer noch unser einziges Weiblich. Das zeugt von der Emanzipation der Frau. Also, Crow ist echt hier der Härteste. Also, die Härteste, weil sie ist die Stärkste hier momentan. Und dann natürlich ein super geiles Zedra King, unser Easy, der es einfach hart drauf hat. Ja, dann haben wir hier unseren Gott natürlich, unseren Ammonitas Gott. Bless you, my child. Genau nach dem Motto, so ist er drauf. Der entwickelt sich auch bald auf Level 40, um genau zu sein. Darauf freuen wir uns alle schon. Und ganz aktuell am Trainieren sind wir bei Tears. Es hat seine Mutter verloren. Deswegen wird es jetzt ein unglaublich gutes Knocker. Ja, you'll be watched. Oh, ja, den muss ich ja mal finden. Ha, da bist du. Ha, how did you know I conclade myself? Be natch with task. You're sharp. Behold, for I am the greatest living mystery of a man in all of Hoenn. They call me the Trick Master. Glad to meet you. You've come to challenge my trick house, haven't you? What's why you're here, isn't it? Yes, it is. Consider your challenge accepted. Enter through the skull there and let your challenge commence. I shall be waiting in the back. Der geht voll ab. Ja, wir möchten da rein. Und wir sind ja wirklich hier, weil wir es wirklich ernsthaft challengen wollen. Und hier kommt schon der erste Gegner. Ich glaube, die haben aber hier relativ schwache Pokémon so auf Level 13, 14, 15 so. Weil je nach VM, das ist ja das erste Rätselhaus, ist es halt... Oh, Krankenball, das ist aber ein schönes Pokémon. Level 15, okay. Es ist natürlich halt noch unterschiedlich. Ich weiß auch nicht, ob wir jedes schaffen, aber ich denke mal schon, das wird... Wenn jetzt ein, zwei schöne Parts mit dem Rätselhaus. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauchen werde. Oh, eine schöne Grimasse. Grimasse ist doch einfach weg. Genau. Du willst unsere Verteidigung schwächen? Aber unser Angriff wird immer noch stark sein wie vorher. Und das hat dich jetzt vernichtet. Ha! Ich habe dich ganz doll vernichtet. Ha! Unsere Hoffnung ist schon Level 10. Weißt du, was das heißt? Das kommt ganz nah an uns ran. Das ist schon voll krank. Okay, wie funktioniert eigentlich das Rätselhaus jetzt genau? Also ich muss diese Räume durchsuchen und muss dann halt immer eine Scroll finden, sag ich mal. Also etwas, was hier halt versteckt ist. In diesem Fall da diese Scroll. Da muss ich hinkommen und da muss ich die einmal antippen und dann kann ich eine Tür öffnen. Und hinter der Tür habe ich dann sozusagen das Rätselhaus gelöst. Im Grunde genommen ist das Rätselhaus einfach ein lustiger kleiner Spaß von nebenbei. So ein bisschen was zum Trainieren, sag ich mal. Und einfach zum Spaß haben. Und ich mach's eigentlich relativ gerne, muss ich sagen. Ich lasse es oft aus, aber eigentlich finde ich das eigentlich ganz cool. Es ist so ein nettes kleines Gimmick, worauf ich hoffe, dass es auch in den Remakes drin ist. Und ich möchte einfach die Räume in den Remakes sehen. Ich hoffe, sie... haben dann richtig Potenzial und Schwierigkeit. Und oh, das wäre so cool. Und wir haben den Magneten gefunden. Das versteckt Donnerattacken. Und das bringt uns noch nicht so viel. Ach ja. Die Remakes. Ich freue mich schon. November wird wieder ein ziemlich krasser Monat, denke ich mal. Für mich. Da, da, da. Just who am the Trickmaster? Achso, who is the Trickmaster? Ah. Wer ist er bloß? Ja, genau, wer ist er bloß? Ich werde ja erst alle hier in diesen Raum. Oh, ein Flunkiefer. Mega Flunkiefer wäre cooler gewesen. Aber dafür braucht es noch ein paar Jahre. Ich glaube, um... Oh, ja. Boden aus Stahl oder... Es ist ja ein Stahl-Feen-Pokémon. Also Boden aus Stahl ist effektiv. Gut, muss ich mir mehr... Muss Tommy sich mehr... ein Quapsel. Das Watergun mich. Und es ist auch weg. Baby. Weg mit dir. Und Hope ist Level 11. Unsere Hoffnung ist, wird immer stärker. Wir können auch nichts mit diesen Pokémon anfangen. Oh. Da hat jemand ein bisschen Jesus trainiert.
Was ist Jesus dann nach Ostern? Ba, 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 dum, da, da. Das reicht trotzdem nicht. Joey, du bist unbedeutend. Okay. Ich habe eine Scroll gefunden. Eine Scroll auf S oder G Protect. Ja, ich habe da einen Code drauf. Wie gesagt, muss ich nur noch die Türe finden. Und ich glaube, die Türe ist diesen Weg entlang. Weil die Tür ist eigentlich immer oben rechts. Dum, 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 dum. Ach, es tut mir leid, dass ich immer mit Dam-Dam machen muss, aber ich mag's einfach. Das hatten wir doch schon mal. Und machen wir kurzen Prozess. Hups. Ja, das ist super effektiv, Baby. So, es ist immer noch nicht. Aber unsere Hoffnung ist Level 12. Ah, dafür ist es, glaube ich, so, dass sie später relativ schnell leveln. Okay. So ein bisschen Angst vor dem Ding. Ah, oder auch nicht. Ah, warum habe ich Angst vor dem Ding? Das ist Level 16. Ich meine, es ist ein Giflo auf Level 16. Warum habe ich Angst vor es? Wo war jetzt ein Pflanzen-Pokémon? Warum habe ich Angst vor Pflanzen-Pokémon? Das ist das schwächste Attribut eigentlich. Ach, kleines Mädchen. Ich habe gewonnen. Und hier ist unser Knocker, Knocker. Dam, 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 da, dam, 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 und abbrechen. Oh, geht nicht mehr, schade. Es ist Knocker. Congratulations, your tears and lift into Marowak. Das heißt trotzdem noch Tears. Dam, 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 dam. Es muss trotzdem noch auf Level 30 kommen. Ha, ein Knogger. Es ist toll. Trickmaster Fabulous war der Code. Okay. Das ist natürlich jetzt wundervoll. So, Baby, ich hab dich gefunden, ja? Ich hab dich gefunden. Jetzt gib mir was. 1, 2, 3, 4, 5, 6 places. Fine, you have earned this reward. Rare Candy, Baby. Oh mein Gott, und jetzt kommt gleich auf jeden Fall schon mal die zweite Runde, würde ich sagen. Ich glaube, dass wir die zweite Runde sogar schon machen können. Hoffe ich, denke ich, glaube ich, gehe ich mal von aus. Ach, ewig her, dass ich das gemacht habe. So, einmal raus und dann wieder rein da. Man hat fast 10 Minuten gebraucht für die eine Sache. Looping Watch. Ich glaube, er ist im Blumenkübel da. Dann, 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 dann. Oh mein Gott, ich bin wirklich scharfsinnig. Ja, habe ich, das hatten wir schon mal. Ich bin immer noch hier, um das herauszufordern. Du wartest wieder hinten? Gut, ich gehe dann hier mal rein. Ich weiß gar nicht mehr, was war Raum Nummer 2? Mit Lupen. Das ist ja interessant. Oranberry. Eine Oranberry. Oranberry hört sich an wie so ein Vorname, so ein englischer, oder so ein Nachname. Auf jeden Fall so ein englischer Name, so Oranberry. Ich müsste mal Facebook durchstalken. Vielleicht gibt es ja einen Oranberry. Dum, 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 dum. Oh mein Gott, Knogger ist so stark. Knogger wird noch um einige stärker. Und hat er gerade echt... Du tust mir leid, ein Level 15 Safcon. Du musst das Ding wirklich lieben, wenn du es noch hast. Solrock? Was ist denn ein Solrock? Ach so, ein Solar. Ach so, Solarrock, okay. Dann kommt natürlich der Bumerang. Und es geht natürlich daneben. Ach. Ich verstehe. Dann müssen wir das ja einsetzen. Ich habe ja nicht nur Bodenattacken. Oh, und oh, ein Headbutt muss ich behalten, das flincht. Oh, Baby. Headbutt flincht, das ist gut. Hope grow to 13. Ja, oder grew. Es geht weiter. Oh. Ah, okay.
heißt, ich muss jetzt irgendwie die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge, glaube ich, drücken. Sonst bin ich im Arsch, oder? Ich glaube, ich kann die auch nur in einer Reihenfolge drücken. Und oh mein Gott! Hab ich ernsthaft ein Wahlband gefunden? Oh mein Gott! Oh mein Gott, hab ich ein Glück. Okay, Wahlband. Wer kriegt das Wahlband? Das hat schon... Ja, komm, du kriegst einfach mal das Wahlband. Die Leftovers give ich auch mal gleich weiter auf mein... Nach Leftovers kriegt Dragoran noch später. Okay. Wir haben ein fucking Wahlband gefunden. Den fucking Wahlband. Das finde ich so das Krasse an Randomizern. Du findest echt jeden Scheiß, der OP sein kann. Ich mag auch die Musik hier übrigens sehr. Ja. Which hole? Oder was hat er gesagt? Ist mir gar nicht egal, welches Loch. Hauptsache Löcher gehen irgendwann mal alle zu. Headbutton wär's zu Tode. Lenden, du hast auch Lenden. Mich hat auch eben Lenden angerufen, also von Papa. Hat gesagt, ey, ich hab voll den Kampf gewonnen. Respektiere mich. Ich denke mir so, ha. Respektieren. Okay. Ja, genau so habe ich reagiert. Wisst ihr doch, genau so habe ich reagiert. Hä? Vergessen? Ich habe so reagiert. Ja, genau so. Ja. Nicht anders, oder so? Nein, genau so. Chloe, und es setzt ein Tangela ein. Tias, du schaffst das. Boomerang ist zu Tode. Ich glaube, wir sind aber viel zu überlevelt für diesen Raum hier. Ah, ich glaube, man würde hier echt noch gut leveln, würde ich hier nur ein Pokémon leveln. Oh, Nidorina. Ein weibliches Jesus. Also eine weibliche Jesus-Weiterentwicklung. Oh, der Switch, der Switch, der Switch. Let's Switch, Baby. Oh mein Gott. Ich frage mich, ob die Räume sich auch immer ändern, je nach Spielstand und so. Ich frage mich das wirklich. Ich habe eine Scroll gefunden, Baby. Diesmal ist es eine Scroll of X-Protect. Wahrscheinlich ist es wieder das gleiche Passwort. Trickmaster ist fabulous. Okay. Trickmaster ist smart. Okay. Er hat sich selbst für klug. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ah, oh, you've made it to me. Hm, you're sharp. It took me all night to make the maze. You're almost my equal in greatness by 1, 2, 3, 4, 5 places. Fine. You have earned this reward. Timer Ball. Ich mal. Okay, jetzt überlegt immer noch was Cooles. Ich weiß gar nicht, wie viele Häuser es gibt. Wann ist der Junge depressiv? Wann sind wir zu schlau für ihn? Er hat gesagt, wann haben wir alle linearen Räume besiegt, die irgendwie offensichtlich zu lösen sind? Ja, man braucht ungefähr so 7 Minuten pro Raum, habe ich das Gefühl. Okay. Und da vorne. Der steht total drauf, diese Melodie. Ja, wir möchten reingehen. Das möchten wir. Möchten wir das? Ah, seht ihr, jetzt kommt nämlich sowas. Das könnte man dann nach Malvenfrost sozusagen erst machen. Weil zum Beispiel jetzt schon das erste große Hindernis. Okay. I keep coming back to the same place. Ah, verläuft sich immer. Okay. Wahrscheinlich die ganze Zeit im Kreis. Ist wie Ralph Wiggum mit dem Osterei. Juhu! Oh. Juhu! Oh.
Wer es nicht kennt, schämt euch. Ja, jetzt werden die Pokémon noch ein bisschen stärker. Ich merke schon. Aber Tiers ist das gerade sowas von egal und er crittet sie einfach an die Wand. Oh, Camper Thomas. Aber über den will ich jetzt nichts Schlechtes sagen. Er ist mir immerhin ein Namensvetter. Weil ich bloß nicht Vetter bin. Baby, der war so schlecht. Komme ich da oben lang? Oh, das sind zwei, drei Items, die ich alle haben will. Give me all the Items. Ist mir egal wie oder wann, und aber gib mir all die Items. Oh, ich bin itemsüchtig. Mino. Ja, das wird leicht für dich. Das wird ein sehr leichtes für dich. Oh, 3 KP. Ich 300-fache dir das Drittel davon in deine Fresse, Alter. Mino, du bist tot. Du bist genauso tot. Ja, unser Süßes hat seine erste Drachentacke erlernt. Oh, es ist nicht wundervoll. Das zerstöre ich auch einfach mal so nebenbei. Bumm, kaputt. Enchilada Mista, Baby. Level 29. Skitty, da ist das in Eko. Okay, wir Boomerang. Okay, wir Boomerang es nicht. Stell vor, in diesem Bone Club ist einfach mal ein Valmer dran. Okay. Ich glaube, das hat gereicht. Mit Valoid kommen wir dann bei Enikuru. Dann hättest du noch mehr Angst. Ich komme an alle Items dran. Aber ich glaube, ich komme noch nicht an die Scroll dran. Was haben wir dir? Grappaberry. Komm, Baby, was hast du zu bieten? Und bestimmt nichts zu bieten. Ha! Oh mein Gott, da hat jemand einen Blutzug trainiert. Da hat jemand einen Blutzug trainiert. Ach nee, es ist halt ein Flugtyp. Warum haben eigentlich alle coolen Pokémon? Oh, er ist gut. Oh, Baby, ist dir bewusst, was du gerade getan hast? Alter, Choice, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist einfach so hart gemein. Jetzt sehen wir mal, wie viel Schaden das wirklich macht. Okay, wir haben einen Surfer, das ist eine 90er-Attacke, die bekommt 50% Step. Und nochmal, ich glaube, durch Choice auch nochmal 50%, also müsste es jetzt noch 180er-Attacke ungefähr sein. Und dann wird das nacheinander gerechnet, dann werde ich mich noch stärker. Wie man das sieht, ist das einfach mal so mächtig. Ja, und durch den Drachentypen sind uns mittlerweile Pflanzenattacken egal. Es ist so gut. Es ist sowas von toll. Da-da-da-da. Ach. Ich bin nicht schrecklich. Ich bin toll. Oh, Normalberry. Eine Normalberry. Belly. Ich wette, jetzt ist da oben. Genau, und muss ich... Ein Midjourney-Trick! Ich werde gemobbt. Okay, ich muss wahrscheinlich... Ich müsste der sich hier öffnen, genau. Ha! Gewonnen, Baby! Okay, mal sehen, was diesmal die Antwort ist. Naja, na. Trickmaster ist coveted. Okay, jetzt müsste ich Englisch-Vokabeln mal wieder rauskramen, aber... Keine Ahnung. Oh, you have made it to me. Hm, you're sharp. Okay, jetzt erzählt er wieder das Gleiche. Was bekommen? Hearthstone. Hearthstone? Ich kenne Hearthstone, aber nicht Hearthstone. Was ist denn Hearthstone jetzt schon wieder? Oh mein Gott. Ich habe mein Pokémon kennen. Achso, das ist mit Rock-Typen. Okay. Hm.
Das ist, glaube ich, scheißegal, was wir da irgendwie benutzen. Wir haben einen Choice. Alter, einen Choice. Das ist krank. Und wir sind genau bei 20 Minuten rausgekommen. Das heißt, würde ich sagen, wir beenden den Part hier nach dreimal wunderschönes Rätselhaus. Vielleicht gibt es das nächste Mal noch ein paar mehr Rätselhäuser. Das wollen wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Randomize Pokémon Emerald. Bis dann, Freunde. Tschüss.